Also Leute, mal zum Teil, was richtig Retro ist. Muss ich natürlich aufschrauben. Sonst wäre da nichts rausgekommen. Also den Klang kann man halt nur so beschreiben. Bass gibt's gar nicht, Mitten und Höhen, aber ziemlich kristallklar. Hat mich verwundert. So, von 10, 15 cm Entfernung gemessen. Na gut, wer ein bisschen lauter hören will, da ist es dann halt noch nicht so gut geeignet. Hat Stereo-Lautsprecher eingebaut. Links und rechts ein Klein. Okay, man hört schon. Es hört sich scheiße an. Aber wer es halt für Hintergrundmusik in der leisen Lautstärke nutzen will, das ist echt gut geeignet. Schönes Retro-Design. Aber halt, weshalb auch nicht viel kommt. Man hört es schon. 2 mm Presspappe. Ja, jetzt zum Free Air.